Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Juhu! Also Donnerstag, einen Tag nach Manchester. Eli, nervt nicht. Und wir nehmen heute eine Fußball-Challenge auf, sind ein bisschen unterwegs. Ich gehe jetzt kurz essen mit Eli, ich nehme euch heute einfach mit. Oder ich nehme nicht auch eine Fußball-Challenge auf, weil ich letztens erst eine hatte. Und Bilo nimmt eine auf und Eli. Und von daher dachte ich mir, mache ich heute einen Vlog. Einfach vom Tag. Lass auf jeden Fall ein Like da, lass ein Abo da. Ich versuche in nächster Zeit wieder mehr Vlogs zu bringen, etc. Zieh mich kurz an und dann gehe ich footen mit Eli. Mal gucken, wo er mich hinführt. Money, huddle, gotta, cutter, huddle, ladder, orders. Ich habe jetzt noch eine Fokusaufnahme. Ist alles da. Victor, Stylo, Eli, Sakul, Mo. Der Klassiker auf dem Donnerstag. 13.30 Uhr war Treff. Ich war halt um 12 Uhr schon wach, Leute. Um 12 Uhr. Seid stolz auf mich. Und gleich treffe ich mich mit Eli und Bilo. Dann gehen wir was essen. Und ja, ich muss jetzt wieder rein. Auf geht's. Ich habe gerade einen Win geholt, Leute. Video kommt die Tage online. Ja, Fokus-Kanal. 1, 2, 3, Fokus. So, Aufnahme ist fertig. Ich muss alles hochladen. Das ist mein Outfit für die Fußball-Challenge. Yeah. Ja, Leute. Ich mache immer so. Lass mich hoch. Ich brauche noch meine Socken. Leute, man muss nicht seine scheiß Socken zu Pärchen sortieren, okay? Hier ist eine. Ich brauche Tape Design Socken. Und da ist eine. So, fertig. Muss da nicht sortieren. Alles gut. Vielleicht kommt demnächst auch mal ein Kleiderschrank-Video. Oh, Leute, hier ist Nase. Das Nackenkissen habe ich bei der Reise vergessen nach Manchester. Dann habe ich noch was Neues für YouTube. Und zwar diese Mikrofone. Kennt ihr wahrscheinlich aus dem ein oder anderen Video von Straßenumfragen oder so? Ich habe jetzt so ein Mikrofon, womit ich theoretisch Leute befragen kann. Wie cool. Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einer neuen Straßenumfrage. Heute geht es darum, wer hat die längste Sag's mir. Wie lang war der von deinem Freund? Was glaubst du, wie lang ist meiner? Richtig, also komm mit. Ja. Das haben wir jetzt auch. Aber wir wollen eine Vita-Weit-Umfrage machen. Und für Amerika vielleicht ein bisschen. Mal gucken, wo man halt unterwegs ist. Rock ich heute die Crocs. Also draußen beim Frühstücken. Ich weiß noch nicht. Brauche ich noch ein Outfit, was ich hier drüber anziehe. Am besten ein Pulli, eine lange Hose. Dann bin ich schnell beim Umziehen. Und die Frage ist immer noch, ob ich meine Crocs so rocke. Ich weiß noch nicht. Guck mal gleich. Weil dann lacht mich Eli wieder aus. Ich mag das. Sagt ihr? Hoodie vom Pioche. Vom Paul Pogba's Marke. Mit Ashraf, glaube ich. Und dazu noch meine Crocs. Damit Eli auch schon unangenehm ist gleich beim Frühstücken, marschiere ich dann in Crocs rein. Genauso läuft das, Eli. Was sagst du da drin? Ich sag, dass das sehr weit weg ist. Also, stimmt. Wir können da was. Ja, mir ist scheißegal. Und zweite Frage: Du willst wahrscheinlich nicht mit zwei Autos fahren, wie ich dich kenne. Genau. Soll ich abholen? Ja, süß, ja. Dann fahre ich jetzt los und du überlegst dir so lange einen Ort, wo wir hingehen. Okay, gut. So, ich hoffe, dass meine da sind die. Boah, ich wollte gerade auf gut Glück einfach in mein Auto gehen und ich hoffe, dass die da sind. Ich habe irgendwie keine Rasenschuhe, die sind bei meiner Mama. Und wir wollen heute die Fußballschuhe auf dem Rasen drehen, aber ja. Ich hab ja keine mehr. Ich bin ein Invalide. Gezeichnet von der Vergangenheit. Hi, Eli. Hi. So, wir gehen zu den Toastbrüdern. Super Laden. Eli, was sagst du zu meinem Outfit übrigens? Zu deinem was? Mein Outfit? Digga, ist wirklich. Das sehe ich jetzt erst. Das sehe ich ja jetzt erst. Das ist cool, ja, ne? Scheiße. Was sagst du zu meinem Outfit? Gut, ich schwöre, wir und diese Hose, diese blöde Nylon-Clackpads sogar jeden Tag. Ich nehme einmal so einen Sesam-Toast mit Passim. Ich nehme einen normales Toast. Zweimal so einen Toast. Einmal mit Passim, einmal mit Sujuk. Dann kann ich eine mit extra Käse haben. Ich nehme auch zwei Sesam-Baguettes, einmal mit Sujuk, einmal mit Passim. Und habt ihr Orangensaft hier? Frischen, einmal den. Willst du was trinken? Ja, nur Wasser. Und Wasser. Nein. Nein, alles gut. Wir machen Graz-Werbung. Sag mir hier aufs Haus, weiß ich nicht. Wir machen gratis Werbung, machen wir gerne. Ja, wir wollen aber zahlen, Wir wollen zahlen. Lass mal ruhig einmal. Wir zahlen. Das ist immer so. Wir wollten uns gerade einladen. Nah am Wasser, jedes auch. Das ist so unangenehm. Ja, das ist voll unangenehm. Das kommt dann so, als wenn man. Als ob wir deswegen kommen. Ja, das ist wirklich so. So, das ist jetzt der Kinomodus, Leute. Da gibt es ein Telefonat am Bilo. Kinomodus, sehr cool. Hallo? Ja. Bilal. Hallo. Bilal. Hallo. Hallo, Bilal. Ach nein. Hey, was ist? Wir sind wieder im Restaurant. Was wollt ihr denn haben? Was? Ach, oh, das ist ein anderer. Ich glaube, das war Mehlbock. Hast du nicht vielleicht einen falschen Bilal angerufen? Nein. Nein? Nein, der ist, glaube ich, im Auto und weiß nicht, dass er. Es ist der falsche Bilal. Ja. Essen Hallo? Ist da. Einmal Pastema-Baguette. Richtig schön hier. Und einmal mit Sujuk darunter. Mit coolen Dips. Ich will mit Zitni essen. Die Gala hat die Toasts genommen, weiß ich nicht. Ich krieg noch Sebe. Eigentlich eine Rookie-Bestellung. Ja, mach ich. Das hier bestellen die MVPs. Ich hab schon gekauft, aber. Nächste Woche. Ungefähr nächste Woche. Hier ist zu Hause. Bilo lässt die Sachen fürs Kochen zu Hause. Gut. Da war beim Türken einkaufen. Gibt es später einen Kochstream. Dokumentiere ich auch ein bisschen mit. Mit Neck Ecstasy.
Dings, Sumak, Granatapfelsirup ist das, Leute. Mac Ecstasy. Und dann kochen wir später. Wir. Oh, Petersilie. Zeig, zeig, zeig. Ganz schön bunt. Outfit check. An die Mutter. Mal wieder Mutter. So, Eli hat schon wieder irgendwelche Probleme mit seinem Rücken. Mein Leben lang, aber es geht. Reicht, weil wir machen heute auf Rasen, das ist gut. Wir sind am magischen Ort angekommen. Mal wieder. Hier ist volles Haus. Hier ist volles Haus. Lockige 20 Grad. Ich mach da auch einen Vlog. So macht man. Guck mal, wie, mach das Anker rein. Guck mal, wie viel ich bin. Wir nehmen heute eine Fußball-Challenge auf. Eine sehr geile. Wir sind vorbereitet. Wir haben. Oh oh, oh oh, Bürger. Oh oh. Härter Zukunft. Na? Hey, machst du gerade eine Sache? Ja. Wer ist der Beste von euch? Hä? Bist du sicher? Der Beste? Der Beste von euch. Wer ist der Beste? Ja, ich. Wüterwelt nicht. Es kann nur einer der Beste sein. In einer Woche. Wüterwelt. Die Zukunft von Hertha. Ob noch. Mach das rein. Nochmal. Kennt ihr den Vlog? Gut, ne? Wir haben einen Vlog geguckt. Super. Super Männer. Yes. Momo! Wer ist das? Momo. Ist das für Timur? Der soll mal herkommen, der Dumme. Timur. Ich will da nicht vom Fenster runter. Was soll denn? Extra hässliche, genau. Labertasche. Was ist das? Von wem sind die? Timur. Wieder ein Schlimmer, der ist jetzt. Probier erstmal. Du warst nicht einfach so, was du sagen willst. Einfach so. Ich bin gar nicht schlecht. Es selber! Gut, dass du Mundo. Wir drehen heute eine Fußball-Challenge, Leute. Nein! Von 1 bis 10, wie krass hat Eli Obwein? Also, ich gebe euch jetzt. Schon, ne? Sag du mal. 9. Profis trainieren noch gerade, sehe ich. Da sind ganz viele Securities. So, wir gehen jetzt auf den U23-Platz und fangen jetzt an. Wir hören uns gleich. Ach, ist der Mann nervös, Alter. Hier wird heute die Fußball-Challenge gedreht, Männer. Boah. Alles vorhanden, kleine Tore, also Stangen, Dummies für den Rechenspezialisten. Mann hat mich schon mitgebracht. Sydney ist da. Hi. Hier ist unser Platz. Cool. Eli mit der Hose. Kommen die Beine noch viel mehr zur Geltung. Aue! Aue! Nice. Ah, stimmt, Maurizio ist jetzt auch noch da. Coutinho. Coutinho. Gib mir die Pille. Kann ich. Jungs, so wie früher, so wie früher. Mein Knie tut jetzt schon weh, nice. Seid ein bisschen ungewohnt für euch, Jungs. Mich wieder mit Klamotten, ne? Boah, mein Knie. Elis linker Huf. Okay. Ruhe, nein, dann nimm mal die Ruhe auch auf. Nimm mal die Ruhe. Das war ja krass, Digga. Was habt ihr erwartet? Oben links wird es nicht. Sag mal, oben links. Oben links. Na, na gut. Ist alles ein bisschen in die Jahre gekommen. Jeder Schuss tut weh, ich schwöre. Du schaffst das. Erste Challenge ist aufgenommen. Bilo seine. Jetzt kommt noch Elis von der magischen Krabbe. Niveau von der Challenge ist sehr hoch eigentlich. Also wir haben schon anspruchsvolle Übungen gemacht, muss man sagen. Wenn ihr euch drauf freuen, sonst werde ich hier genervt. Es ist so schön, hier wieder auf dem Platz zu stehen. Ich war hier so lange nicht mehr. Au, hey. Da kommen ein paar alte Gefühle hoch, muss man sagen. Einmal Latte beim rechten Tor. Also das ist dort hin. Latte mit Socken. Zeige, zeige. Nee. Nee, nochmal, der kommt nicht rein. So. Einmal Latte. Zeig mal. Das Tor da. Zeige, zeige. Oh, schade. Dann machen wir Essen. Baguette, Sandwich. Mhm, schön mein Rezept, ne? Mhm. Kochen wir gleich schön. Aus was besteht Sumak? Aus Dings Gewürze. Was Paprika und Dings. Kennst du Al-Harissa? Ach du Scheiße, Alter. Zeig mal einmal, mich. Guck einmal. Brotlose Kunst. Digga, aber guck mal, hier hat man jetzt. An mir kommt der Mann nicht vorbei. Weißt du, was ich für ein Nostalgiegefühl habe? Ich habe hier fast 10 Jahre meines Lebens verbracht, jeden Tag. Auf diesen Plätzen hier. Bruder, ich hab grad einen gesaugt. Hier wurde ich geformt, Leute. Geil, hier wurde ich geformt. Tag für Tag. Kann sein, dass die Krähen hier noch meinen Namen kennen. Wenn die so Rahmen sind. Die kennen safe meinen Namen. So, wir haben jetzt fertig aufgenommen. Endlich. Es war so kalt. Oh, Stream Sniper. Detlef! Detlef! Ja, der Jugend. Nein, ich brauche ein Yes Baby jetzt. Yes, yes Baby! Ey, können wir noch ein Bild machen, bitte? Ja, nice. Ja, sehen uns, ja. Ey, bis dann, ja? Kommst du später, später Fußball gucken? Nee, wa? Du bist LF. Nein, ich bin 10er. 10? Ja, cool, cool. Wo bist du so? Nordafrikaner? Türke? Sein Türk ein bisschen auf. Du bist ein Verteidiger. Ich?
Tschüss. Was dann? Stürmer. Hä? Was Torwart. Richtig. Sechser. Ja, das kenne ich auch aus einem Video. Innenverteidiger. Ja. Stürmer, der nicht schießen kann. Ja. Kannst mies nicht schießen, Junge. Rennen, dann ja, du kannst rennen, da unten. Wenn nicht. Ja. Er kann mies nicht schießen. Zwei linke Flügel. Technik schwer. Technik schwer. Ihr müsst, wer von euch ist Außenverteidiger? Ich bin manchmal Außenverteidiger. Dann ist der Einzige, der Profi werden kann. Das stimmt, das stimmt. Flügel, 1 gegen 1. Leute, wenn ihr nach oben kommen wollt, RV, LV. Sechster schwer. Achter. Schwer, ist mein Position, schwer. Flügel, wenn du super bist. Ey, wir müssen dahin, Eli. Eli. Ist 14 und so groß wie ich? Oder größer als ich? Größer als ich. Hey, er ist 14, ich bin 24. Ich bin 24 Jahre alt. Eli, wir müssen dahin. Die haben beide ganz schön dolle O-Beine da. Ein bisschen, wir sagen auch gar nicht. Aber ist ja nicht schlimm. Ist ja menschlich. Aber ist ja menschlich, ist ja nicht schlimm. Ich sag denen gerade, ihr seid jung. Also, einer muss Nummer 10 schnappen. Sorry, krieg gerade. Nummer 7, 10. Warte, Jungs. Nummer 7, 10, 11 und 17 sind gut. Ja, 17 sind gut. Ihr macht, Tapes. Tapes um eure Handgelenke. Stutzen abschneiden, ihr seid noch zu jung dafür. Haare färben und immer die neuesten Mercury haben. Sorry, müsst in die Tasche greifen. Aber wichtig. Haare blond, hier spitzenblond, spitzenblond. Da drin. Hier blau, blau. Dann werdet ihr Profis. Ist so. So, wir sind jetzt fertig mit den Challenges. Ich bin kaputt. Mein Knie tut weh, mein Schienbein tut weh, mein Knöchel tut weh. Mir tut alles weh an meinem Bein. Falls Eli nach Hause, der geht dann live. Dann machen wir mit Bilo einen Kochstream, wie ich und Bilo kochen. Ja, aber ihr wisst, 21:30 Uhr in der Lobby. Muss ich mir nicht sagen. Immer. Ich bin immer der Zweite oder der Dritte. Wenn ich sehe, da ist jemand im Discord, dann bin ich drin. Und dann später morgen erst mit den Jungs. Und dann nach Fortnite practicen. Practicen? Practicen. Practice. Und morgen früh nach Istanbul. Junge, ich will, Eli, ich muss früh schlafen gehen. Morgen früh nach Istanbul, Leute. Nice, um 9 Uhr fliegen wir. Um 8:30 Uhr muss ich da sein. Um 8 Uhr müssen wir los. Du holst mich ab, damit wir nicht verschlafen können. Du holst mich ab. Mit noch? Ja, ich muss Eli morgen. Ich muss um 8 Uhr losfahren, Leute. Ich weiß, wie soll ich denn das schaffen? Wie kann ich so lange das praktizieren? Das ist der einzige Grund, weshalb so, wo ich mir ohne Bauchschmerzen zum Flughafen fahren kann. Wenn wir uns am Flughafen treffen, glaube ich das nicht. Außerdem ist es voll entspannt. Wir fliegen Dings da privat. Das ist übelst gechillt. Trotzdem, so früh aufstehen, weiß ich nicht, ob ich da rauskomme. Es wird ein Problem. Es wird ein Problem. Eli ist der beste. Eli, warum wird er getötet? Das hat doch einen Sinn. Ja, aber er ist der beste. Eli, du bist nicht gut. Nein. Imposter ist der beste noch. Ihr könnt es doch nicht glauben, nur weil der es immer sagt. Roommate ist der einer der besten. Aber Willi ist auch krass. Ja, Willi ist gut. Cora ist gut. Willi hat Musik. Willi hat Musik gespielt. Omet ist besser als der. Omet ist jeder. Ich bin besser als der. Eli ist krass, Eli ist krass. Da kann ich meinen Reactor ausmachen. Eli ist Top 3. Digga, Leute glauben einfach, wenn Eli sowas sagt, ich bin der Beste. Das ist peinlich. Es sind entweder D oder D. Es sind 5. Schnauze jetzt, ich mag euch nicht mehr. Wir sind jetzt zu Hause, kochen jetzt, Kochstream bei Bilo Bilo. Ich gehe schnell duschen und dann geht's auch schon los. Und in 45 Minuten. Schnauze ist da drüben. In 45 Minuten muss ich in der Among Us Lobby sein. Pah, was ein Tag. Morgen früh, Leute, wie gesagt, Challenge ist aller Challenge, ist um 8 Uhr den Flug zu bekommen. Um 8 Uhr aufstehen, Eli abholen und dann zum Flughafen. Hartes Ding. Da nehme ich euch noch mit und ab da macht dann Eli einen Vlog. Und das ist das fertige Gericht. Das fertige Sandwich. Unten Lamm, Aioli-Creme, Tomate, Petersilie und Zwiebeln. Und dann Granatapfelsirup rüber. Und Leute, ich schwöre, es ist so lecker, geisteskrank. Und dazu eine Milch. Richtig. Bei mir gibt es jetzt einen Stream. Mit einem ganz wilden Squad Among Us. Trimax, Willi, Eidos, Sidi, Mo, Eli, Monte, Willi, Mickey, Omet, Mo, Danny, alle. Ich habe alle dreimal gesagt. Der Chat, Leute, oh mein Gott. So, dann ist jetzt 1 Uhr. Ich habe jetzt gestreamt Among Us und Fortnite ein bisschen geübt. Samstag ist ein Cup mit Eli und Reason zusammen. Auf jeden Fall bin ich todesmüde. Ich hoffe, ich kann gleich einschlafen. Ich werde mich jetzt in mein Bett legen und das Klassische machen, was ich immer mache, wenn ich im Bett bin. Naruto gucken, NBA gucken und Streams gucken. Und ich bin mindestens 3 Stunden wach, jedes Mal. Ich versuche, bis 3 Uhr Augen zuzuhaben. Das ist mein Ziel. Und morgen, Mammutsaufgabe, um 7.45 Uhr losfahren und Eli abholen. Ich nehme euch noch mit, ob wir es schaffen, ob ich es noch schaffe. Und das Auto wird dann vor dem Flugzeug gemacht, wenn es klappt. Ne? Jetzt gibt es noch ein Magnum-Eis, damit mein Bauch auch noch seinen Spaß hat. Gerade mit Eli telefoniert. Ich soll um 7.40 Uhr bei dem Mann zu Hause sein. Wecker um 7.20 Uhr. Es ist jetzt 2.09 Uhr. Es sind 5 Stunden Schlaf. Viel Spaß. Und ich schlafe noch lange nicht. Ich kann das nicht. Aufstehen, ihr F***en! Es ist 7.20 Uhr.
Okay, uncool. Hauptsache, die Maus ist direkt am Start. Wir sind jetzt im Auto und es sieht danach aus, dass wir es schaffen. Die Geller ist da und es geht jetzt nicht so gut. Aber es sieht sehr gut aus. Ja. 30 völlig unendlich. Wir sollten um 8.30 Uhr da sein. Qualität. Wir haben es pünktlich geschafft. Ja. So, jetzt geht's nach Istanbul. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Man hört mich, glaube ich, nicht mehr so gut. War, glaube ich, nicht so schlau. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn es wieder heißt. Nein, du willst mich. Nein. Ein bisschen mehr. Du willst mich mitnehmen. Komm vorbei, wenn du mich lernst. Ich bin jetzt 18. Nein, ich schmeiß nur dich raus. Ich bin dein Wingman. Check mit Karte auf und was willst du nicht drehen? Mit den Medien kann ich mit deinem Baum. Oh mein Gott. Yeah.